So, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln. Neben mir die beiden Trainer Steffen Baumgart und Christian Streich. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Steffen, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an SC Freiburg. Wenn ich jetzt von der Leistung spreche, die leider nicht entscheidend ist, dann glaube ich, haben wir nicht das schlechteste Spiel gemacht. Die Punkte, die wir vorher geholt haben in beiden Spielen, waren aus meiner Sicht nicht so gut. Gelb-rote Karte ist natürlich nicht hilfreich in der Situation, gerade wenn du dreimal gewechselt hast, um nochmal Druck nach vorne zu machen. Ändert aber nichts am Ergebnis. Am Ende verlierst du 2-0, stehst mit leeren Händen da. Und das Erklären spare ich mir, weil es halt dann immer wieder in die gleiche Situation kommt. Du machst Fehler, die du nicht machen darfst und bist vorne nicht konsequent genug. Und dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Ich glaube, dass ein Unentschieden heute möglich gewesen wäre. Aber am Ende, wie gesagt, geht Freiburg als Sieger vom Platz. Danke. Christian. Danke, Steffen. Ja, wir waren in West Ham. Wir haben Reisen hinter uns, die uns natürlich total motivieren. Aber es war natürlich nicht einfach, dann in West Ham zu sehen, dass wir an dem Tag, weil wir alles getan haben, nicht auf Augenhöhe waren. Wir hatten uns da viel vorgenommen und jetzt ging es einfach darum, nach Hause zu kommen und kurz Zeit später gegen den 1. FC Köln zu spielen. Und was jetzt einfach total gut war, war, dass die Jungs so mental damit umgegangen sind, weil einige sind natürlich richtig müde. Richtig müde, weil ich sehr, sehr viel gespielt habe. Aber ihr Kopf war gut. Wir haben erste Halbzeit nicht gut gespielt. Es war kein so gutes Spiel, erste Halbzeit insgesamt. Köln hat eigentlich auch enormen Druck aufgrund der tabellarischen Situation. Und wir selber waren nicht sauber genug. Aber was wir gemacht haben, wir haben gefeitet. Wir haben umgeschaltet. Defensiv haben wenig zugelassen. Müssen dann aber in der zweiten Halbzeit zwei Torchancen zulassen, wo Köln auch in Führung gehen kann, da muss man ehrlich sein. Aber wie der Steffen gesagt hat, die gelb-rote Karte hilft natürlich dann. Und was dann entscheidend ist, ist, wie Spieler auf die Bank gehen, wie Michael Gregoric. Länger mit ihm gesprochen, mit dem Roland Solo ja auch. Und dann mit einem klaren Kopf auf den Platz kommen, um dann das Spiel entscheiden zu können. Das macht eine Mannschaft aus. Das haben die Jungs geschafft. Und ich muss den Hut ziehen vor dem, was sie da leisten. Vor 2,5 Wochen hat alles ganz anders ausgesehen, als wir nach Mainz gefahren sind. Und jetzt haben wir 24 Punkte. Wir sind natürlich überglücklich. Ich wünsche dem Steffen und dem 1. FC Köln wirklich alles, alles Gute. Es ist wirklich schwierig, wenn du immer so viel investierst und dann am Ende fehlt immer ein kleines bisschen. Ich habe es auch schon erlebt, es ist brutal. Aber ich hoffe, dass sie dann einfach auch mal belohnt werde für ihre ganze Aufwand. Dankeschön. Jetzt Fragen an die Trainer. Carsten Schröder-Lorenz, bitte. Herr Streich, Sie haben gerade angedeutet, wie schnell sich die Situation Ihrer Mannschaft auch in der Tabelle und punktemäßig gedreht hat. Gerade liegt Frankfurt in Leverkusen zurück. Selbst wenn Frankfurt gewinnt, werden Sie punktgleich mit Frankfurt auf Tabellenplatz 6. Und in den letzten beiden Jahren war Ihre Mannschaft immer unter den ersten 6. Das hatte sie sich erarbeitet. Wie schätzen Sie es jetzt ein, nach diesem Verlauf mit den Verletzten und den letzten Wochen, dass Sie jetzt an der Stelle stehen? Ja, man muss sagen, man hat in Mainz auch Glück. Sonst kannst du das Spiel nicht gewinnen. Und in Wolfsburg brauchst du auch ein bisschen Glück, braucht, aber da war es weniger. Und heute sind es nicht so enge Geschichten. Ja, die ersten 4 lassen wir mal weg. Wir haben gegen die ersten 5 Mannschaften alle Spiele verloren. Aber die Mannschaft ist in der Lage, und das erstaunt mich selber immer wieder, dann gegen die andere Mannschaft bis dato jetzt die enge Spiele zu gewinnen oder nicht zu verlieren. Immer wieder. Und deshalb kommst du dann in die Situation, wenn sie mir vor 3 Wochen gesagt hätte, dass wir hier stehen jetzt, dann hätte ich gesagt, das ist absolut unmöglich. Und wir hatten eine schwierige Vorrunde mit vielen Verletzten, Dauerverletzten. Und wie sie zusammen das jetzt hinkriegt haben, wie sie die Jungen integrieren, Makenko, Sidi, ja, Noah Weishaupt, Noah Adubolu, wie sie dann zusammenarbeiten, die Älteren erfahren und die Jungen. Das ist schon ein bisschen der Schlüssel, dass es dann gehen kann. Aber man hätte keine 9 Punkte haben müssen, man hätte auch keine 5 oder 6 haben, wenn man ehrlich ist. Dann der Kollege.
Herr Baumgart, guten Abend. Sie haben Max Finkgräfer heute das erste Mal von Anfang an reingeworfen. Vielleicht mal was Positives nach dem Spiel. Wie haben Sie den Jungen wahrgenommen vor dem Spiel? Wie haben Sie ihn während des Spiels wahrgenommen? Und was haben Sie ihm vielleicht auch mit auf den Weg gegeben? Ja, ich glaube, dass Max nicht nur ein talentierter Spieler ist, sondern sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Im halben Jahr haben wir, glaube ich, jetzt alle gesehen. Ich glaube, jetzt hat er sich das auch verdient gehabt, dann wirklich auch von Anfang an zu spielen mit seiner Geschwindigkeit. Hat auch immer wieder Lösungen gefunden. Ich glaube, er hat die ersten 5-6 Minuten ein paar Probleme gehabt, glaube ich, auch in der einen oder anderen Situation. Das hängt dann aber auch mit der Erfahrung zusammen, wo er den einen oder anderen Kopfball nicht sauber gesetzt hat oder eher noch so gespielt hat, wie es in der Regionalliga funktioniert oder in der A-Jugend. Trotzdem muss ich sagen, ja, es ist schon sehr positiv, unabhängig davon, dass wir natürlich immer mehr auf gerade auf unsere Jungen bauen werden. Ich sag mal, wenn wir Jan nehmen, wenn wir Max nehmen, das ist dann schon das, was wichtig für uns sein wird, auch in der Zukunft weiterhin. Max hat ein gutes Spiel gemacht und das ist ja auch das, was wir sehen wollen, dass die Jungs sich entwickeln, dass sie gerne dann die Situation auch annehmen. Und ja, wenn wir von was Positivem reden, dann solche Entwicklungen von solchen Jungs. Johannes Wolf. Herr Stress, Sie haben es eben so schon ein bisschen angesprochen mit Michael Gregoritsch und Roland Schöller, die heute beide von der Bank gekommen sind, dass Sie mit Ihnen vorher gesprochen haben. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie solche Gespräche aussehen. Und dann, ja, Sie haben nach dem Spiel dann mit Roland Schöller auch noch mal vor der Kurve sehr angeregt geredet. Wie wichtig ist dann so eine Reaktion, wenn man von der Bank kommt? Ja, aber Sie können sich ja vorstellen, wie das Gespräch ist. Ich meine, erstmal sagst du, fängst nicht an. Und dann geht es einfach darum, ihnen zu erklären, warum und was es bedeutet und wie geht man halt damit um. Aber es gibt halt zwei Möglichkeiten. Ich höre zu und setze es dann positiv um. Oder ich denke, leck mich doch und verkrampf. Und das ist heute nicht passiert. Und wir haben ja gute Beispiele. Schauen Sie gestern Leipzig an. Ich habe gestern das Leipzig-Spiel gesehen. Ich habe das Leipzig-Spiel gegen uns selbstverständlich gesehen, als Baumgartner reinkommt. Gestern kommt Forsberg rein, die Spieler kommen rein und entscheiden die Spiele. Das macht eine besonders gute Mannschaft aus. Und heute ist es uns auch gelungen, weil die Jungs so klar waren. Der Roland kann auch zwei Tore machen jetzt und braucht dann dafür nur 30 Minuten. Wenn er so die Klarheit hat, ist der Roland ein sehr, sehr guter Spieler. Und das hat er heute toll gemacht. Und das sind für mich dann Weiterentwicklungen, dass sie klar bleiben. Und ich denke jetzt, sie müssen die 16 Minuten, die sie draußen waren, noch aufholen und müssen irgendwelche Wahnsinnsdinge tun, weil dann geht es nach hinten los. Die Klarheit, darum geht's. Die Akzeptanz, dass man in einer Mannschaft spielt. Dann der Kollege nochmal. Nochmal an Herrn Baumgart. Sie hatten unter der Woche gesagt, dass Sie wieder mehr von quasi Ihrem Fußball sehen wollen. Sie haben die Mannschaft ein bisschen umgestellt, haben Florian Kainz wieder reingenommen, haben Benno Schmitz reingenommen. Was waren Ihre Gedanken dahinter und wie ist das zumindest bis zu dieser gelb-roten Karte dann aufgegangen in Ihren Augen? Ich glaube, sogar nach der gelb-roten Karte hatten wir viel Ballbesitz, haben immer wieder Aktionen nach vorne gehabt. Also das darf man jetzt nicht verkennen. Ich glaube, dass wir sogar mit in Unterzahl die erste Torschance hatten, wo er dann am langen Pfosten vorbeigeht. Also das wird dann schnell, wie gesagt, oder wird dann nicht gesehen, weil wir dann halt das 1-0 kriegen. Ich glaube, dass ich, und das habe ich ja gesagt, es geht ja darum, den Fußball, den wir sehen wollen, auch zu zeigen, unabhängig jetzt mal von Ergebnissen, weil wenn wir das nicht machen, dann sieht auch noch der Fußball bescheiden aus, um es mal höflich zu sagen. Die letzten beiden Spiele waren von der Leistung nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, was mir lieber ist, Punkte oder Leistung, dann würde ich die Leistung mit den Punkten gerne nehmen. Aber ich glaube, es geht um Prinzipien, die du hast. Und die haben die Jungs heute versucht umzusetzen. Sind sehr aggressiv angelaufen, haben sehr, sehr hohes Tempo beim Anlaufen gehabt, was sie vorher nicht mehr so gehabt haben. Haben aus meiner Sicht mutig gespielt. Das, was uns einfach fehlt, ist dann einfach die Dinger sauber durchzuspielen. Das ist dann das, was du lernen kannst, gerade wenn wir Freiburg sehen, wie oft sie dann die Situation dann hatten, dann auch auf dem zweiten Pfosten nochmal zu spielen, nochmal die Ruhe zu haben. Daran sieht man, dass die Entwicklung von Freiburg etwas weiter ist als unsere. Das sind dann die Sachen, die wir mitnehmen. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich die Leistung der Mannschaft gesehen habe, als eine, die ausreichen könnte, mal einen Punkt zu holen, wenn du vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht nur, wie soll ich sagen, Pech hast, weil Pech allein ist es ja nicht, weil die gelb-rote Karte ist eine gelb-rote Karte, ob das vorher aus dem Fehler heraus rührt, dann ist es so, aber das ist trotzdem der Fußball, den ich sehen möchte und das ist auch trotzdem den Fußball, den wir auch in den nächsten Spielen, auch wenn wir jetzt nur noch eins in diesem Jahr haben, auch zeigen werden und das ist mir dann bei Weitem lieber, als wenn wir abwartend agieren. Gibt es noch Fragen?
Dem ist nicht der Fall. Dann wünsche ich einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimreise. Danke.